Okay, dann schönen guten Abend. Mein Name ist Nelson Cardoso Netto. Ja, willkommen zum heutigen Webinar MetaTrader FX Flat Pro, das Zusatzpaket. Und wir gehen die einzelnen Tools heute mal durch und ja, werden uns dann ein bisschen auf die, ich sag mal, für den täglichen Gebrauch, die wichtigsten Tools ein bisschen dann uns genauer näher angucken. Aber das werden wir dann alles in dieser Stunde dann, denke ich mal, schaffen. Bild und Ton sind okay, da kamen schon ein paar Rückmeldungen, sehr gut. Dann bitte einmal nochmal den Risikohinweis durchlesen und dann werden wir dann auf den anderen Bildschirm gleich schalten. Zunächst einmal, wo finden wir das Zusatzpaket? Bei uns auf der Webseite sehen Sie auch direkt schon hier auf der Hauptseite, da war schon ein Hinweis auf unser Paket. Und da entweder unter hier mehr Infos, da kriegen Sie schon die ersten Informationen zu den einzelnen Tools, die wir im Paket mit anbieten. Sie sehen hier den FX Flat Pro Trade Terminal und hier Alarm Manager. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles gleich nochmal im MetaTrader selbst angucken. Und ja, Sie können dann das Paket und das Software Downloads und hier FX Flat Pro für MetaTrader. Da werden Sie dann das Paket finden und dann können Sie das dann runterladen. Das ist eine kleine Datei bei der Installation. Die gestaltet sich eigentlich sehr einfach. Sie werden dann automatisch darum gebeten, wenn nicht schon ausgewählt, den MetaTrader-Ordner auszuwählen, wo das Ganze dann installiert wird. Und falls Sie dann den MetaTrader bereits offen haben, dann einmal wird die Software, die Installation, Sie darum bitten, den MetaTrader zu schließen. Und nachdem Sie dann die Installation abgeschlossen haben, dann werden Sie dann die einzelnen Tools in Ihrem MetaTrader finden. Und wir schalten jetzt auch direkt auf den MetaTrader. So. Das ist noch das Bild vom letzten Webinar. Kann man den MetaTrader jetzt sehen? Einmal kurz ein Feedback, ob man den MetaTrader sehen kann auf dem Bildschirm. Okay, super. Kann man sehen. Ja, prima. Gut, also, nachdem Sie das installiert haben, wo werden Sie dann das Paket finden? Und zwar unter Expert Advisors und Sie sehen bereits hier die Zusatztools fangen alle mit FX Flat an und Sie haben hier bereits die einzelnen Tools hier drin. Wir fangen, glaube ich, mit dem wichtigsten an und zwar ist das der Trade Terminal. Zunächst zeige ich Ihnen auch, wie Sie das überhaupt in den Chart reinladen. Es wird so sein, nicht bei allen Tools, aber bei einigen, da werden Sie einen ganzen Chart dafür brauchen. Das heißt, das Tool wird den Chart ersetzen. In dem Fall, wenn ich das jetzt hier, den Trade Terminal hier reinziehe oder auf Chart anwende, dann ist mein Chart weg. Heißt für Sie, wenn Sie dann die Tools anwenden möchten, die dann den ganzen Chart dafür benötigen oder ein Chartfenster besser gesagt, dann einfach einen Chart eröffnen. Ist ja dann letztendlich egal, was für ein Chart. Wir machen einfach hier so einen, den Out Japanisch Yen und ziehen dann den Trade Terminal hier rein. Oder, wie gesagt, wenn der
Chart bereits ausgewählt ist, dann auf Chart anwenden. Sie werden dann gefragt, beziehungsweise haben dann die Möglichkeit, noch ein paar Einstellungen vorzunehmen. Vielleicht vorweg einmal auf Extras und Optionen. Schauen Sie mal, ob da unter Expert Advisors diese Einstellungen bereits gemacht worden sind. Heißt, automatisches Handeln erlauben. Dann können Sie diese hier deaktivieren, diese Optionen, und Import von DLLs zulassen. Das sind die zwei Einstellungen, die Sie brauchen, damit die Tools auch einwandfrei funktionieren. Dann klicken wir hier auf OK und dann sollten die Tools auch entsprechend ja, keine Fehlermeldung anzeigen. Jetzt aber werden wir das Ganze mal laden. Hier können Sie auch nochmal überprüfen, ob die Einstellungen übernommen wurden und auch ob Live-Trading zulassen angehakt ist. Wir klicken auf OK und Sie sehen jetzt hier bereits den Trade Terminal. Ja. Was kann man hier erkennen? Zunächst einmal hier die Produkte, beziehungsweise Sie sehen hier einige Produkte in der Mini-Terminal-Ansicht. Jetzt ist die Frage, woher haben Sie die oder warum hat er genau diese ausgewählt? Und zwar nimmt er die Instrumente, die Sie bereits hier in der Kursliste drin haben. Ja, das heißt, wenn wir jetzt ergänzen würden, zum Beispiel, ja, und Sie sehen, das wird dann hier direkt mit ergänzt. Also das, was Sie auch in der Kursliste drin haben, das ist dann auch hier dann zu sehen. Gut. Hier unten haben Sie ein Terminal, heißt, ja, ist ähnlich aufgebaut wie der normale Terminal hier. Wir kennen das ja. Da finden Sie ja den Kontostand und so weiter, Pending Orders oder offene Orders. Hier ist es natürlich erweitert worden. Und zwar haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, die Trading-Positionen zu managen. Dann rechts, ich gehe einmal kurz erstmal auf den Aufbau und dann werden wir uns im Einzelnen dann die einzelnen Funktionen mal angucken. Rechts sehen Sie praktisch das, was wir eben im normalen Terminal gesehen haben, plus zusätzliche Informationen. Einmal die Balance, Equity, Floating, P&L. Heißt, wenn Sie offene Positionen haben, dann würden Sie sehen den Gewinn und Verlust. Freie Margin, Margin in Use, also wie viel Sicherheitsleistung gerade hinterlegt worden ist. Und Open Positions heißt, also wie viele offene Positionen Sie gerade im Markt haben und entsprechend Pending Orders, also Orders, die noch auf die Ausführungen warten. Und hier Pips in Profit. Sie sehen hier bereits bei Pending Orders, ich habe hier noch zwei Orders drin, die ich schon im Vorhinein eingestellt habe. Das ist eine sogenannte OCO-Order. Das werde ich Ihnen aber auch zeigen, wie Sie das Ganze dann machen können. Wie gesagt, den Mini-Terminal haben Sie hier. Das können Sie natürlich auch im einzelnen Chart anwenden. Vielleicht ein kurzer Sprung zu dem Mini-Terminal auch im Chart direkt angezeigt. Wir haben den hier. Einmal hier den Mini-Terminal, den ziehen wir hier auch rein. Hier in dem Fall bei dem Mini-Terminal ist es so, dass er nicht den ganzen Chart dafür braucht, um angezeigt zu werden, sondern der wird wie der das normale One-Click-Order-Terminal hier oben links angezeigt. Wir werden das mal hier hinzufügen. Und Sie sehen, wie gerade gesagt, hier oben links dieses Mini-Terminal.
Im Vergleich zu dem normalen Mini-Terminal haben Sie hier noch zusätzlich ein paar Optionen. Zunächst, klar, können Sie hier direkt kaufen und verkaufen, aber Sie sehen jetzt hier den Spread, der wird hier angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, das Volumen einzustellen. Das hatten Sie auch vorher, vielleicht als Vergleich. Machen wir das mal so. Genau. Das ist also das Mini-Terminal, was Sie aus der Standardversion aus kennen. Und dann ist das hier das neue, die neue Version mit den zusätzlichen Optionen und Informationen. Sie sehen also, wie gesagt, hier das Volumen, was Sie hier auch einstellen können. Wir können direkt verkaufen, einkaufen, haben hier den Spread. Trailing Stop können Sie hier direkt aus einstellen und natürlich den Take Profit. Wir werden jetzt einfach mal eine Order eingehen. Ja, ich gehe jetzt einfach 0,3 Lots in den Markt rein. Und Sie kriegen jetzt einen Hinweis, ob Sie tatsächlich diese Order ausführen wollen. In dem Fall die. Ja, ich kann Ihnen auch gleich zeigen, wie Sie das ausschalten können, so dass Sie direkt die Order eingehen können. Vielleicht mache ich das auch in diesem direkt. Und zwar unter Settings, Confirm, Quick Buy, Quick Sell. Es kann durchaus sein, dass es bei Ihnen bereits eingedeutscht ist und Sie das dann in Deutsch vorfinden. Savings und dann sollte das jetzt auch direkt durchgehen. Ja, gut, wir sind jetzt 0,3 Mini-Lots long gegangen und Sie sehen jetzt hier, die Order wird im Chart angezeigt. Auch das ist nicht neu, allerdings haben Sie hier noch so eine kleine Anzeige. Und wenn Sie diese Anzeige anklicken, kriegen Sie beziehungsweise mit der Maus drüber fahren, dann kriegen Sie bereits erste Informationen. Heißt, wie viel sind Sie reingegangen und in welche Richtung und wie gerade, ob Sie im Gewinn oder im Verlust sind. Und wenn Sie dann mit der linken Maustaste klicken, dann eröffnet sich dieses Fenster und Sie haben weitere Optionen, und zwar einmal die Order zu schließen. Dann haben Sie die Möglichkeit, Partial Close, heißt Teilschließung, durchzuführen. Sie können einen Stop Loss oder Take Profit einstellen. Und Trailing Stop. Ja, wir können jetzt zum Beispiel einen Stop Loss hinzufügen. Und Sie haben hier auch wieder weitere Möglichkeiten, diese Stop-Order bzw. den Stop-Loss zu definieren. Einmal können Sie das als ja, ein fester Preis. Dann würden Sie hier, wir können das ja gerne mal machen jetzt, wir sind jetzt long in den Markt rein, also gehen wir jetzt, könnten wir jetzt hier den Stop-Loss natürlich unterhalb des aktuellen Kurses setzen. Und Sie sehen, der Stop-Loss ist jetzt hier drin. Ja. Den Take-Profit können wir auch eventuell jetzt in Pips einstellen. Heißt in dem Fall 20 Pips. Und wir stellen das hier ein. Und dann ist das hier bereits. Ah, ich sehe, ich habe den Stop-Loss falsch eingegeben. Es muss mit Punkt sein. So, jetzt ist er auch im Chart drin. Ja. Gleichzeitig sehen Sie hier, ob Sie im Verlust oder Gewinn sind. In dem Fall sind wir jetzt gerade plus 9 Euro. Das als Information für Sie. Und wenn wir jetzt Partial Close klicken oder Teilschließen, können wir hier dann das Volumen einstellen, was wir gerne schließen wollen. In dem Fall sage ich jetzt mal einfach ein Mini-Lot. Und wenn ich jetzt Close klicke, dann sollte
Zumindest, genau. Sie sehen, die Position ist jetzt 0,2 Millilots groß. Heißt, ich habe bereits eine Teilschließung durchgeführt und die Position wurde entsprechend verkleinert. Aber Take Profit und Stop Loss wird beibehalten und Sie müssen da keine neue Order definieren. Gut, dann hier noch ein paar Möglichkeiten. Und zwar, wenn Sie hier draufklicken, hier sehen Sie, wie groß Ihre Position ist, die Sie eröffnet haben. Wenn wir da draufklicken, dann kriegen wir wieder ein paar Funktionen oder Optionen mehr. Und zwar können Sie hier Close All bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, alle Orders zu schließen, ja, die Sie im Markt drin haben. Sie haben die Möglichkeit, alle offene Order zu schließen. Würde bedeuten, dass die Pending Orders weiterhin ihre Gültigkeit behalten und nicht gelöscht werden. Dann hätten Sie hier, wenn Sie jetzt im Euro, US-Dollar Pending Orders hätten, könnten Sie hier diese schließen. Dann, je nachdem, wie gerade unsere Position läuft, können Sie alle Positionen schließen, die im Gewinn sind, oder alle Positionen schließen, die im Verlust sind. Ja. Reverse heißt in dem Fall, dass wir die Position umkehren. Bedeutet, wir sind jetzt hier jetzt nur noch 0,2 Millilots long im Euro-US-Dollar. Sollte sich die Marktsituation ändern, Ihre Meinung ändern, und Sie wollen sofort eine Short Order öffnen und gegebenenfalls auch in derselben Größe, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Order entsprechend umzukehren. Heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte er 0,2 Millilots Short in den Markt reingehen. Das machen wir jetzt auch. Und Sie sehen, er hat die Position für uns geschlossen und gleichzeitig eine Short Order eröffnet. Hier allerdings müssten Sie dann entsprechend den Take Profit und Stop Loss neu setzen, da sich ja eine neue Marktsituation ergeben hat und Sie gegebenenfalls jetzt andere Ziele haben und entsprechend dann den Take Profit und Stop Loss selber manuell definieren. Genau, und wenn Sie hier drauf drücken, dann hätten Sie wieder die Möglichkeit, das Ganze hier wieder einzustellen. Sie könnten natürlich auch direkt, wenn Sie hier wieder mit links drauf drücken, dann kommen Sie wieder zu dieser Ansicht, könnten direkt hier Stop Loss und Take Profit, wenn Sie bei einer Position eröffnen wollen, direkt mit eingeben. Und das wird dann bei der Positionseröffnung mit berücksichtigt. Hier war noch ein Punkt, heißt Hedge. Wenn wir da drauf drücken, dann hat sich die Position gerade geschlossen, weil, ich zeige Ihnen warum, wir hier Non-Hedging-Mode angeklickt hatten, beziehungsweise in dem Fall voreingestellt. Bedeutet, wenn Sie eine Order drin haben und Sie kennen das ja normalerweise vom MetaTrader, dass Sie gleichzeitig Long und Short im Markt sein können, wenn Sie die Position über den Mini-Terminal oder Trade-Terminal managen wollen, dann haben Sie hier die Position, haben Sie hier die Möglichkeit, diese Funktion, ja, außer Kraft zu setzen, gilt aber tatsächlich nur für den Mini-Terminal. Das heißt, wenn Sie ganz normal im Chart Positionen öffnen und schließen, dann wird dann nicht automatisch die Hedging-Funktion deaktiviert, sondern das macht dieses Tool für Sie. Nicht, dass Sie da durcheinander kommen und denken, dass das generell jetzt im MetaTrader
oder vom System aus deaktiviert ist, sondern tatsächlich nur über dieses Tool. Und wenn wir Non-Hedging-Mode aus haben, beziehungsweise angeklickt, dann kann ich eine Position mit der Gegenposition schließen. Das demonstriere ich jetzt einmal kurz. Save Settings. Heißt, wenn wir jetzt hier 0,3 nochmal long gehen, ja, und ich jetzt 0,3 verkaufen würde, dann wird sich die Position komplett auflösen. Das gleiche könnten Sie auch machen, um eine Teilposition schließen zu können. Heißt, wir sind jetzt 0,3 Mini-Lot long gegangen und wollen jetzt 0,2 short gehen. In dem Fall, dadurch, dass wir Hedging deaktiviert haben, würden wir jetzt 0,2 von den 0,3 schließen. Und wir haben dann nur noch 0,1 übrig. Ja? Ist die Funktion wieder aktiviert, beziehungsweise Hedging wieder aktiviert und diese Funktion deaktiviert? Das machen wir jetzt. Und wir gehen jetzt, wir haben jetzt hier beispielsweise noch 0,1 noch drin und wir würden jetzt 0,1 short gehen. Sie sehen schon hier an der Überlappung, dass da noch eine Order dazugekommen ist. Und wenn wir das jetzt hier das betrachten, Sie sehen ganz normal, wie Sie das auch gewohnt sind vom MetaTrader, Long und Short gleichzeitig im Markt. Ja, also nochmal zur Wiederholung. Sie haben hier die Möglichkeit, Hedging über dieses Tool, nicht komplett im MetaTrader, sondern nur über dieses Tool zu deaktivieren oder aktivieren. Und wenn Sie entsprechend auch über dieses Tool dann Ihre Position eröffnen oder schließen, dann je nach Einstellung wird die Position dann glattgestellt oder Teilschließung durchgeführt oder Sie werden ganz normal eine zweite Order im Markt haben. Dazu eine Frage. Ich hoffe, es war nicht zu schnell für Sie und verständlich, aber wenn Sie jetzt zu dem Mini-Terminal eine Frage haben, dann können Sie die gerne jetzt stellen. Keine Frage soweit. Okay, sehr gut. Dann noch eine Funktion hier, was auch sehr oft nachgefragt wird, ist, wie kann ich den Chart vom MetaTrader abdocken? Ist für diejenigen, die mehrere Monitore besitzen und auch nutzen, ganz hilfreich, wenn die den MetaTrader oder die Charts dann komplett auf verschiedene Monitore anordnen können. Und dazu haben Sie hier auch die Möglichkeit, und zwar unter hier unter diesem ja, dieses Rädchen Settings, und hier können Sie Undock Chart machen, also heißt den Chart abdocken, freigeben oder nur den Mini Terminal. Eins von beiden. Wenn ich jetzt den Mini Terminal habe, der ist jetzt verschwunden, der ist bei mir auf einem anderen Monitor aufgetaucht, ich ziehe den mal wieder hier rein und Sie sehen, Sie können ihn jetzt frei bewegen. Je nachdem, wie Sie das gerne einstellen wollen, können Sie entweder dann den Mini Terminal freigeben oder den Chart und dann können Sie hier wieder Redock Terminal machen und dann ist der wieder drin und wir machen das jetzt mit dem kompletten Chart und der ist auch wieder bei mir jetzt im anderen Monitor drin. Ich ziehe den nochmal rein. So, ich hoffe, Sie können das sehen und Sie können den Chart jetzt frei bewegen, frei anordnen, je nachdem, wie Sie das gerne hätten. Das ist so mit auch eine Funktion, was sehr oft von den Kunden nachgefragt wird. Das ist aber noch nicht alles. Dieses Mini-Terminal kann noch sehr viel mehr. Wir werden den Chart mal wieder in den MetaTrader andocken. So, und zwar haben Sie hier eine Funktion,
bestimmte Order in dem Markt ja, einzustellen, beziehungsweise verschiedene Ordertypen zu öffnen. Hier ganz normal Buy oder Sell, wie Sie das auch normalerweise kennen. Dann können Sie hier das Volumen einstellen, Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop. Soweit nichts Neues. Aber wir fangen bei den Ordertypen an. Sie haben da die Möglichkeit, da sind jetzt zwei verschiedene Ordertypen neu dazugekommen, und zwar OCO Breakout und OCO Reversion. OCO Breakout bedeutet, dass Sie zwei verschiedene Order in den Markt stellen können, und sobald eine Order ausgeführt wird, die andere Order dann automatisch gelöscht wird. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn Sie Breakout-Systeme handeln, wo es in die eine oder andere Richtung gehen kann, und wollen dann nicht die ganze Zeit vor dem Monitor sein und das Ganze verfolgen, um dann entsprechend eine Order zu schließen, sobald eine ausgeführt wurde. Das kann dann hier automatisch gemacht werden. Heißt, diese OCO Breakout Order Typ habe ich auch hier eingestellt. Das wäre das, dadurch, dass das ein Breakout ist, das heißt eine Explosion in eine Richtung, können wir auch nur mit einer bestimmten Stop-Order in den Markt reingehen. Die Order-Typen habe ich auch in den vergangenen Webinaren bereits vorgestellt. Also, falls Sie da jetzt nicht ganz verstehen, wovon ich rede, vielleicht einmal kurz die Webinare sich nochmal angucken. Und da wird das dann erklärt, wann man eine Stop-Order benutzt, also Buy Stop oder Sell Stop oder ein Limit in den Markt stellt. Ja. In dem Fall OCO Breakout wird Stop Order benutzt. Sie sehen hier Sell Stop und Buy Stop. Ich kann das Ganze mal demonstrieren. Und zwar ist das hier in dem Fall im DAX. Heißt, wenn der DAX hier nach oben bricht, habe ich hier eine Buy Stop Order, und wenn er nach unten bricht, eine Sell Stop Order, und die andere Order wird dann entsprechend gelöscht. Dann haben wir noch OCO Reversion, heißt in dem Fall nichts anderes als, vielleicht nehmen wir das nochmal hier als Beispiel, anstatt eine Stop Order wird ein Limit Order gesetzt. Ebenfalls mit der gleichen Funktion, heißt, wenn eine Order ausgeführt wird, wird die andere geschlossen. In dem Fall aber, wie gesagt, ein Limit würde bedeuten, wenn der Kurs ist jetzt hier bei 11.323, und wir würden ein OCO Reversion machen, dann würde hier ein Sell Limit setzen und hier ein Buy Limit. Warum würde man das Ganze machen? Wenn man der Meinung ist, dass der Kurs hier nochmal nach unten kommt, und um dann entsprechend wieder zu steigen, oder andersrum, wenn der Kurs Ihrer Meinung nach nochmal hier nach oben steigt und Sie wollen dann hier entsprechend einsteigen, weil Sie der Meinung sind, dass der Kurs dann ab diesem Moment hier dann wieder fallen wird. Dafür sind die zwei Order-Typen gedacht. Ja. Gut, dann weiter. Wir haben ja noch viel mehr Funktionen hier. Und zwar haben Sie hier ganz normal die Buy-Limit, Sell-Limit und so weiter. Aber was jetzt interessant wird, oder wo es interessant wird, ist, wie Sie Ihre Positionsgröße bestimmen können. Sie haben hier eine Fixed Lot Size. Heißt ganz normal, Sie setzen ein Volumen rein, also eine Lot Size, jetzt beim Devisenhandel, was Sie gerne handeln wollen. Wollen Sie entsprechend aber nach dem Betrag Ihre Position eröffnen, dann können Sie dieses hier entsprechend einstellen. Also
wenn sie eine bestimmte Kontogröße haben und sie wollen 1% handeln oder wissen ganz genau, ich kann jetzt für diesen Trade 100 € riskieren, können sie hier die 100 € eingeben und dann die Order entsprechend eröffnen. Und da war gerade eine Meldung, wir müssen einen Pips Stop-Loss angeben. Heißt, sie wollen, sagen wir, 30 Pips riskieren und sind dafür bereit, 100 € zu verlieren, im schlimmsten Fall. Dann geben sie hier den Betrag rein und entsprechend 30 Pips, was dann ihr Risiko sein würde. Und könnten dann entsprechend jetzt hier Place Order und Sie sehen hier wurde eine Buy Order eröffnet, in dem Fall mit 0,3 Mini-Lots und Sie sehen auch die 30 Pips Risiko bzw. Stop-Loss wurde direkt auch mit angegeben. Ja, ich werde mal hier diese 2 Order mal wieder löschen. Genau, also das war die Order, die wir hier eingestellt haben. Und zwar mit einem fixen Betrag. Das Ganze können Sie auch machen in Prozenten von Ihrer Equity. Also dieser Betrag hier, da müssen Sie darauf achten. Auch darüber hatten wir auch schon mal in den Grundlagen-Webinaren schon mal gesprochen. Der beinhaltet in den laufenden Gewinn und Verlust, beziehungsweise wird berücksichtigt hier. Ja, und der Kontostand, da wird Gewinn und Verlust, laufende Positionen werden nicht berücksichtigt. Also Sie müssen dann entscheiden, wie Sie Ihr Risiko entsprechend definieren wollen und können dann auch hier die Balance auswählen. Heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen 2% riskieren und setzen unseren Stop-Loss bei ebenfalls, na, machen wir jetzt ein bisschen größer eventuell oder ein bisschen kleiner, sagen wir 15 Pips und dann wird hier entsprechend dem Risiko eine Positionsgröße von 1,2 Lots eröffnet. Bei 15 Pips Risiko bzw. Stop-Loss und in dem Fall 2% Risiko. Sie sehen ja, Sie können ja hier dranhalten an dem Stop-Loss und das wäre ein Verlust von 161 € und 24 Cent, was ja circa 2% entspricht. Ja? Wir können ja auch hier entsprechend Close All machen und dann wird das Ganze dann geschlossen. Das Ganze können Sie auch für Stop Loss und Take Profit einstellen. Hier haben Sie sogar die Möglichkeiten, einen bestimmten Preis direkt mit anzugeben oder einen Stop Loss auch als fixer Betrag oder jeweils in Prozent. Und hier haben Sie die Möglichkeit, auch den Trailing Stop einzustellen bzw. anzugeben. Der wird dann automatisch ausgeführt, sobald dann die Position entsprechend für Sie läuft, wird der Stop dann nachgezogen. Gut, jetzt, um das Ganze abzuschließen, was den Mini-Trail betrifft, haben Sie hier die Möglichkeit, eine bestimmte Order als Template zu speichern. Heißt, wenn Sie oft bzw. genau immer den gleichen Betrag haben als Risiko, könnten Sie theoretisch hier alles einstellen. Wenn Sie also immer sehr ähnliche Order immer wieder eingehen, können das Ganze dann entsprechend speichern. So, hier alles eingestellt. Dann könnten Sie hier Save Template
und könnten dann entsprechend Namen eingeben und würde, wir geben das mal ein, bei 100 € als Beispiel. Okay, dann sollte, wenn Sie mit der linken Maustaste und gleichzeitig STRG-Taste gedrückt halten, da draufklicken, dann erscheint dann die Templates, die Sie gespeichert haben und können dann sofort von hier aus ausfüllen und brauchen dieses Formular nicht jedes Mal ausfüllen. Und Sie sehen, das wird dann sofort ausgeführt. Ja, also mit der linken Maustaste und gleichzeitig STRG-Taste drücken auf der Tastatur und Sie kommen dann zu der Auswahl, zu den Templates, die Sie gespeichert haben und können entsprechend die Order sofort ausführen und müssen dann nicht hier nochmal alles komplett ausführen. Das Ganze machen Sie dann für alle Order, die Sie brauchen im täglichen Gebrauch und können dann entsprechend jedes Mal mit einem Klick direkt in den Markt einsteigen. Okay, dazu eine Frage. Okay, keine Frage. Sehr gut, dann machen wir weiter. Dann spielen wir wieder zurück zu dem Trade Terminal. Dann ist das hier für Sie schon mal erklärt, wobei Sie hier noch zusätzlich eine Funktion haben, beziehungsweise ein paar mehr. Sie haben hier die Möglichkeit, Informationen zu den Symbolen zu erlangen. Also heißt, wenn Sie hier ganz normal linke Maustaste und dann Symbolinformationen, dann kriegen Sie hier die Informationen zu diesem Instrument und haben auch hier Value per Pip, heißt, wie viel ein Pip Bewegung in diesem Fall bei Euro GBP wert ist. In dem Fall circa 13 € per Lot, also per Standard-Lot, also ein Lot. Wenn Sie entsprechend dann 0,1 Mini-Lot handeln, dann wäre das 1 € und ca. 38 Cent. Müssen Sie natürlich berücksichtigen. Und Sie sehen auch hier den Spread. Und ja, Minimum Stop Level, Trade Size, Minimum Maximum. Das haben Sie hier alles angezeigt. Dann können Sie auch von hier aus direkt einen Chart eröffnen. Will jetzt hier nicht funktionieren, aber das funktioniert. Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben auch hier die Template, was wir schon mal voreingestellt haben. Können Sie von hier aus direkt ausführen. Ich kann auch sagen, warum er hier das Template, den Chart nicht eröffnen möchte, weil wir EuroGBP gar nicht hier in der Kursliste haben. Heißt, der hat den jetzt automatisch hier reingezogen. Das müsste ich mal gucken, warum. Auf jeden Fall, dadurch, dass das nicht hier in der Kursliste drin ist, wie ich Ihnen anfangs erklärt habe, konnte jetzt den Chart nicht öffnen, aber ich habe jetzt hier GBP australischen Dollar angeklickt, New Chart und der hat dann entsprechend hier einen neuen Chart eröffnet. Ja, und der wird dann auch den Chart so eröffnen, beziehungsweise den Chart darstellen, wie Sie auch in der Default Template gespeichert haben. Auch das habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Wie Sie so ein Default-Template erstellen können, was dann immer wieder für neue Charts benutzt wird. So, dann schließen wir mal kurz wieder. Auch hier haben Sie die gleiche Funktion wie vorher. Ich nehme mal hier lieber das hier, weil New Order, da haben Sie wieder das hier. Also das entspricht dann genau dem Mini-Terminal, was wir uns eben angeguckt haben.
Jetzt haben Sie hier auch Floating P&L. Das ist die Position, die wir hier geöffnet haben. Da sehen Sie die zwei Terminals als in der Übersicht hier und auch besser vergleichen zu können. Sie haben hier das ganz normale Standard-Terminal und hier das vom Trade-Terminal. Und haben dann hier weitere Funktionen. Vielleicht fange ich mal rechts an, in Settings. Auch hier können Sie ganze Terminal freigeben und entsprechend auf dem Monitor verschieben. Ich werde das jetzt nicht machen, denn Sie haben ja vorhin schon beim Mini-Terminal gesehen, wie das dann aussieht. Jetzt kriege ich doch eine Frage hier rein. Wo stelle ich Zeiteinheit des Charts und rückwärtigen Zeitraum des Charts ein? Also Sie meinen, wenn Sie jetzt einen neuen Chart haben und Sie möchten gerne jetzt hier die Zeiteinheit ändern, können Sie das hier oben jeweils die Zeiteinheit auswählen, die Sie gerne haben möchten. Und wenn Sie mehr in die Vergangenheit gucken möchten, können Sie hier dieses automatische Scrollen ausschalten und dann entsprechend in den Chart zurückgehen, oder aber Sie können das Ganze verkleinern und haben dann entsprechend eine größere Übersicht. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. Dann weiter mit dem Mini-Terminal bzw. Trade-Terminal. Okay, kein Problem, gerne. Genau, hier haben Sie Confirmations und Preferences. Heißt, die Funktion, die wir auch im Mini-Terminal gesehen haben, Sie können hier einstellen, ob Sie jeweils immer bestätigen wollen, ob Sie den Trade eingehen oder nicht. Und Sie können auch hier Hedging bzw. Non-Hedging-Mode aktivieren oder deaktivieren. Und nochmals der Hinweis, es gilt nur, wenn Sie dann auch mit dem Tool traden und gilt dann nicht für den ganzen MetaTrader allgemein, sondern wirklich tatsächlich, wenn Sie mit dem Tool dann die Trades eingehen. Ja, das nochmal zur Klarheit. Dann haben Sie hier eine Möglichkeit, Zusammenfassungen zu erstellen. Hier in dem Fall Long und Short Order. Wenn Sie jetzt mehrere Positionen im Markt haben und wollen dann wissen, ja, wie bin ich überhaupt, sagen wir mal, eingestellt? Wie ist mein Sentiment zurzeit? Und dann können Sie hier sehen, ob Sie mehr long orientiert sind oder short, beziehungsweise kriegen dann eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Long Position oder Short Position, je nachdem, was Sie gerade drin haben. Und hier haben Sie dann auch die Möglichkeit, direkt alle Orders zu schließen. Ich habe es jetzt gemacht. Und der hat jetzt eine gelöscht. So. Genau, das waren die Pending Orders. Und diese ist noch drin. Winners and Losers. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit zu schließen, Teilschließungen zu machen, editieren, Stop Loss, Take Profit. Aber das zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal. Und zwar unter Tools, alle Order, oder Sie klicken die Order an. Dann haben Sie hier die Selected Orders. Wird bei Ihnen wahrscheinlich auf Deutsch sein, aber die Funktionen sind natürlich die gleichen. Oder hier alle Orders und können dann hier entsprechend ja, Orders schließen, Teilschließungen auszuführen in Prozenten. Heißt, wenn wir jetzt 50% machen, lassen Sie mich sehen, wird nicht ganz klappen. Sagen wir, wir wollen jetzt ein Drittel schließen. Und Sie sehen 0,2
sind noch drin und 0,1 wurde dann beschlossen, also ein Drittel der Position. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, den Stop-Loss neu zu definieren, Take-Profit, Trailing-Stop einzustellen, Break-Even-Exit. Heißt, dass sobald die Position plus minus 0 ist, wird er die Position dann schließen. Und das ist eine schöne Funktion, wie ich finde. Automated Close würde hier, wenn wir haben jetzt hier noch nichts erstellt, aber wenn wir hier bei Create machen, haben Sie die Möglichkeit, eine bestimmte Situation oder bei einer bestimmten Situation eine bestimmte Order auszuführen. Sie haben hier die Möglichkeit, haben verschiedene Optionen, so eine Bedingung aufzustellen. Wenn die Position jetzt im Gewinn ist und der Gewinn ist größer als 10 Euro im Beispiel, können Sie dann hier direkt einstellen, dass er dann 50% von der Position schließen soll. Okay, werde ich gleich noch mal kurz eingehen auf die zwei Fragen. Ich werde das kurz noch zu Ende ausführen und dann werde ich Ihre Fragen beantworten. Genau, also wenn der Gewinn in dem Fall, der Nettogewinn größer 10 ist, größer gleich 10 ist, dann wird er hier 50% der Originalposition schließen. Oder Sie können den Stop-Loss verschieben zu so und so viel Pips, den Take-Profit entsprechend, Trailing-Stop. Also Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten, was Sie dann gerne, was das Programm für Sie ausführen soll, wenn eben diese Bedingung auftaucht. Und das können Sie entsprechend für ja, fast alle Marktsituationen einstellen. Ja? Und das Ganze können Sie dann entweder einmalig jetzt übernehmen für die Position oder Sie können auch hier Save Template machen, geben einen Namen. Ich mache jetzt einfach mal Test. Okay, und wenn Sie entsprechend dann eine Position, eine Order drin haben oder eine Position im Markt und Sie wissen, wenn jetzt diese Marktsituation auftritt, wollen Sie das dann automatisch hier diese Bedingung ausgeführt wird, beziehungsweise in dem Fall hatten wir eingestellt, dass er dann 50% schließen soll, wenn eben der Nettogewinn größer gleich 10 Euro ist und können dann hier direkt auswählen und das ist dann für diese Position entsprechend gespeichert und wird dann auch vom Programm ausgeführt. Jetzt sind hier noch zwei Fragen aufgetreten. Den Break-Even-Exit zeigen wird jetzt schwierig, weil dann müssten wir so, jetzt haben Sie das hier gesehen. Wir haben die Position eröffnet bei 1,1174 eröffnet und unser Take Profit ist in dem Fall eben unser Einstandskurs. Das ist damit gemeint mit Break-Even Exit. Ja. Und dann, wenn sobald die dann Markt den Preis nochmal erreicht, weil wir eventuell unsere Meinung auch geändert haben und wir wollen trotzdem noch eine kleine Chance nutzen, plus minus null aus dem Markt zu kommen, dann können wir entsprechend diese Funktion nutzen, um eben dann beim Einstandskurs wieder die Position zu schließen und dann entsprechend komplett aus dem Markt zu gehen, um eventuell eine neue Order zu eröffnen.
Dann wurde hier gefragt, bitte nochmals kurz die Funktion Sales Close Buys Hedge erklären. Was macht das System hier? Sie meinen bestimmt hier drüber. Beziehungsweise hier. Also beim Hedging dann mal ganz kurz schnell hier Close Order. Wenn Sie die Funktion Settings, wenn Sie Non-Hedging Mode anhaben, das machen wir jetzt und wir gehen 0,1 Lot, 0,1 Mini-Lot Long, ja, und Non-Hedging Mode ist jetzt aktiviert. Heißt, dass wir jetzt nicht uns hedgen können, also eine Gegenposition Short gleichzeitig eingehen können. Bedeutet, wenn wir die gleiche Positionsgröße oder auch eine größere Position, das ist auch möglich, jetzt in dem Fall Short gehen, dann werden sich die beiden Positionen entsprechend sich ausgleichen. Heißt, die 0,1 Mini-Lots, die wir long gegangen sind, wird dann verrechnet mit 0,1 Lots Short. Und in dem Fall, dadurch, dass wir jetzt eine größere Position Short gehen, würden wir jetzt sogar 0,1 Mini-Lots Short im Markt sein. Und so ist das, ja. Das ist das. Und wenn Sie Hedging anhaben, dann haben Sie natürlich dann beide Positionen drin. Okay, verstanden. Super. Dann kann man den Trade auf Break-Even ziehen lassen, aber den Trade trotzdem weiterlaufen lassen. Ja, das können Sie natürlich machen, indem Sie den Trailing Stop benutzen. Heißt, wenn Sie 20 Pips Risiko haben, dann stellen Sie den Trailing Stop auch auf 20 und dann wird er entsprechend weitergezogen und dann auf Break-Even gesetzt. Ja, das ist machbar und der Trade bleibt trotzdem offen. Okay, ich sehe schon, die Zeit rennt. Wir wollen ja auch ganz kurz die anderen Tools nochmal kurz reingucken. Also ich denke, das ist hier, glaube ich, verstanden. Sie haben hier die Möglichkeit, Alarme zu setzen. Entsprechend, wenn zum Beispiel Ihr Kapital einen bestimmten Betrag unterschreitet oder überschreitet, dann haben Sie die Möglichkeit, hier einen Alarm zu setzen. Send E-Mail würde bedeuten, dass Sie dann eine E-Mail bekommen. In dem Fall aber müssen Sie hier unter Extras Optionen E-Mail das Ganze einstellen und auch mal testen, ob es funktioniert. Und sobald das hier richtig eingestellt ist, dann bekommen Sie auch eine E-Mail, wenn Sie hier einen Alarm drin haben oder aber Sie auch hier, um dann ganz kurz auch schon mal ein weiteres Tool zu zeigen, der Alarmmanager, der ist hier. Auch da haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Alarme zu setzen. Wenn Sie dann auch für Nachrichten, und das wird dann entsprechend, wenn Sie hier unter Extras Optionen alles eingestellt haben, bekommen Sie dann diese Alarme dann per E-Mail gesendet. Ja, also haben Sie hier schon mal den Alarmmanager auch mal kurz gesehen. Da hier können Sie entsprechend Einstellungen durchführen und dann entsprechend, wenn der Stop-Loss beziehungsweise Gewinn eine bestimmte Größe erreicht, dann kriegen Sie einen Alarm und so weiter. Ja, das können Sie dann. Sie haben auch die Möglichkeit, weitere Bedingungen aufzustellen, auch mit Indikatoren. Das können wir eventuell nächstes Mal nochmal ausführlich ausprobieren. Gut. Auch hier haben Sie kurz gesehen, ich habe jetzt den Alarmmanager reingezogen und da war noch der Mini-Terminal drin. Der hat dann gesagt, dass
der Mini-Terminal geschlossen wird oder wir uns sicher sind. Möchten Sie wirklich etc. anwenden? Sie können jeweils bei einem Chart oder in einem Chart nur ein Expert-Advisor benutzen, aber natürlich können Sie mehrere gleichzeitig auf verschiedene Charts anwenden, aber in einem Chart nur ein Expert-Advisor. In dem Fall haben wir eine Mini-Terminal drin und wenn wir jetzt andere reinziehen, dann würde er das Ganze ersetzen. Gut. Zu dem Trade Terminal, gibt es da eine Frage noch? Oder ist das soweit verständlich? Also Sie haben so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich glaube, da müssen Sie ganz normal alles mal ausprobieren. Und dann, wenn Fragen sind, dann können wir das gerne beim nächsten Mal nochmal besprechen. Und ansonsten einfach eine E-Mail an uns. Aber wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und zwar die anderen Tools mal kurz auch einsehen. Und zwar machen wir jetzt hier eine Korrelationsmatrix oder die Korrelationsmatrix. So. Hier haben Sie einfach eine Übersicht, wie die einzelnen Produkte, Instrumente, ja, verglichen mit anderen im Sentiment stehen und ob die miteinander korrelieren oder nicht und können dann entsprechend für Sie, Sie haben dann die Möglichkeit, dann entsprechend ein Instrument auszuwählen oder zwei Instrumente auszuwählen, die gerade stark miteinander korrelieren. In dem Fall hier zum Beispiel der D30, also DAX und US-Dollar. Da sehen Sie bei plus 89. Dann kriegen Sie auch hier eine Information dazu, starke positive Korrelation. Und Sie sehen auch hier Positionen in gleiche Richtungen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ähnliche Gewinne erzielen können. Ja? Und entsprechend auf der Gegenseite, wenn Sie dann Minus haben, wie hier negative Korrelation, bedeutet in dem Fall einfach nur, dass wenn der US-Dollar, japanische Yen, Long Sentiment hat, wird im gleichen Moment Gold wahrscheinlich eher Short sein. Ja? So viel dazu. Und Sie können dann hier die Kerzen einstellen. Heißt, diese zwei Instrumente werden 200 Kerzen lang oder 200 Kerzen in die Vergangenheit betrachtet, miteinander verglichen und dann entsprechend hier eine Korrelation dann festgestellt. Und Sie können dann die Kerzen für die Analyse entsprechend erhöhen oder auch verringern. Und können dann hier zum Beispiel nur starke Korrelationen hervorheben oder mittelschwach und so weiter und so weiter. Auch hier können Sie die Zeiteinheiten ändern, wenn Sie eher kurzfristig orientiert sind oder langfristig. Dann haben Sie hier entsprechend die Matrix. Und hier können Sie weitere Symbole hinzufügen. Es ist jetzt erstmal in der Matrix drin, was wir auch hier in der Kursliste drin haben. Gut, das war Korrelationsmatrix. Dann haben wir noch den Correlation Trader. Der zeigt uns hier in dem Fall. Sie können dann selber manuell zwei Produkte miteinander vergleichen und der wird dann entsprechend eine Korrelation anzeigen. In dem Fall war hier voreingestellt der DE30, also DAX und Euro als Dollar und Sie sehen, der DAX ist eher oder war in den letzten in vergangenen
Tagen und Stunden eher Schott gerichtet oder es ging eher nach unten und der Euro im gleichen der gleiche Zeitebene betrachtet und im gleichen Zeitablauf eher long. Und Sie sehen dann hier die Korrelation mit -72%. Heißt, wenn Sie Euro als Dollar long eingestellt sind, dann könnten Sie theoretisch eine DAX-Position dann entsprechend mit der Gegenposition eröffnen. Und die Wahrscheinlichkeiten, dass beide Positionen gut für Sie verlaufen, ist dann entsprechend ja, gegeben. Ja. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Zeitebene entsprechend einzustellen, um die Analyse dann, damit das Tool dann für Sie die beiden Produkte analysiert. So, dann haben Sie noch den Market Manager. Das ist einfach eine Zusammenfassung von Ihren ganzen Positionen, auch von der Kursliste, wie sich gerade alles bewegt. Sie haben hier die Möglichkeit, einfach Listen anzeigen zu lassen, um einfach eine bessere Übersicht zu haben. So oben offene Order oder nur bestimmte Währungen und so weiter. Ja, Account Information, also wie Ihr Account gerade, was für einen Status Ihr Account hat, wie es gerade läuft für Sie. Sie sehen auch hier Margin in Use, also wie gerade, wie viele Sicherheitsleistungen Sie hinterlegt haben. Das ist einfach so ein Tool, der Ihnen sehr viele Informationen gibt, zusammengefasst. Dann haben wir noch den Sentiment Trader. Das ist ein Tool, vielleicht kennen Sie das auch. Man kennt diesen Sentiment von der Eurex auch. Da wird auch gezeigt, wie die Marktteilnehmer eingestellt sind beim DAX. Auch hier ist es nichts anderes. Heißt, dass zurzeit die Marktteilnehmer ja, zu 38% long eingestellt sind und eben zu 62% eher short. Und Sie können das dann oder haben dann die Möglichkeit, dies für Ihre Trade-Entscheidung zu berücksichtigen, wenn Sie gerne ja, mit den Marktteilnehmern mitgehen wollen. Dann wissen Sie hier, okay, die Marktteilnehmer sehen zu 62% weiter long, weiter short den Euro als Dollar und entsprechend dann 38% eher long. Das ist dann Ihre Entscheidung, ob Sie das dann mit berücksichtigen wollen oder nicht. Aber ja, können Sie dann selber entscheiden, ob die Masse recht hat oder nicht. Ja, und hier können Sie dann direkt auch eine neue Order eingehen und auch hier haben Sie die Möglichkeit, Hedging 1 zu aktivieren oder zu deaktivieren, je nachdem, wie Sie dann in dem Markt positioniert sein möchten. Hier haben Sie dann verschiedene Tools, verschiedene Instrumente, Symbole. Das können Sie dann natürlich entsprechend noch ergänzen. Dann auch ganz wichtig, Session Map zeigt Ihnen einfach, welche Börse gerade geöffnet hat. In dem Fall jetzt 19:11 Uhr hat noch die New Yorker Börse geöffnet. Und das ist ganz interessant für Sie. Auch diese plus 9 sehen Sie, dass wir auch gerade im Gewinn sind. Auch hier kriegen Sie immer wieder angezeigt, wie gerade Ihre Position läuft. Oder ihre Positionen laufen. Und das Ganze ist dann jetzt hier in dem Fall grün hinterlegt. Also Sie haben bei jedem Tool immer die Information vor Augen, wie läuft meine Position, so dass Sie immer Bescheid wissen und dann entsprechend aber auch reagieren können, wenn Sie etwas sehen. Genau, hier sehen Sie dann die Börsen bzw. die Öffnungszeiten und Sie sehen, New York hat jetzt noch auf, London hat jetzt 18 Uhr, beziehungsweise ja, 18 Uhr geschlossen.
Tokio wird dann heute Nacht erst öffnen um 2 und Sydney ist meiner Meinung nach um 23 Uhr. Und dann können Sie das Ganze hier entsprechend sehen. Also es läuft nach links, ja? Also die Uhr läuft dann hier nach links. Und hier diese Punkte, da haben Sie jetzt Nachrichten. Das heißt schon bereits für morgen, weil wir sind ja jetzt schon, der Tag ist ja schon vorbei, wird hier schon die wichtigsten Nachrichten angezeigt. Und dann können Sie das dann für morgen bzw. für den Trading-Tag berücksichtigen. Und wenn Sie dann hier zum Beispiel auf London klicken, dann sehen Sie da, wie die Forex-Devisenpaare, die Sie jetzt auch hier drin haben, wie da die Performance war. Und auch das ist ja nicht ganz unerheblich, diese Information, wie da der Schlusskurs entsprechend war oder der Anstieg und so weiter. Ja, das Ganze dann können Sie für alle dann einsehen. Gut, ja, die Zeit ist jetzt schon wieder so schnell vorbei. Gerne würde ich noch ein Folgewebinar machen, denn da kommen noch weitere Tools dazu, wenn das erwünscht ist. Ich würde gerne, wäre nett, wenn Sie dazu ein Feedback geben im Chat, im Chat, ob Sie noch die anderen Tools vorgestellt haben wollen und ob überhaupt für Sie alles verständlich war heute. Okay, da kommen schon die erste. Super, Folgewebinare sind erwünscht. Genau, also nächstes Mal würden wir dann auch, ich glaube, ich werde das dann auch direkt, ja, bevor Sie jetzt schon gehen, nochmal ganz kurz ein paar Hinweise. Also die paar Minuten sollten Sie noch drin bleiben. Dann werden wir das so machen, dass wir den Termin für Helpdesk, ich werde das mal kurz umschalten. Und zwar so. Genau hier Termine. Dann werden wir den Termin hier noch dazu nutzen, ein paar weitere Funktionen und Tools uns anzugucken. Also am 6.7. Ganz wichtig auch hier für diejenigen, die letztes Mal dabei waren und auch das Video ist auch, glaube ich, auch schon online. Folgewebinar für Indikatoren Teil 2. Da wurde ja auch gewünscht, dass wir da ein Folgewebinar machen. Wenn Sie Interesse haben, können Sie ja das Video sich angucken vom ersten Teil und dann im zweiten Teil dann mitmachen und teilnehmen. Genau, und dann werden wir dann zum FX Flat Pro dann hier beim Helpdesk noch weitere Funktionen und Tools zeigen. Und auch für diejenigen jetzt, die den FX Flat Pro noch gar nicht jetzt im MetaTrader drin hat, nochmals Software Downloads, einmal hier FX Flat Pro hier downloaden. Es ist für alle Demokunden freigeschaltet. Sie können also so lange testen, wie Sie wollen, beziehungsweise auch die Testphase läuft. Und wer gerne das auch im Live-Handel nutzen möchte, der kann sich mit uns in Verbindung setzen, einfach eine E-Mail schreiben oder kurz bei uns anrufen. Und diejenigen, die bereits ein Kontomodell haben ab Bronze, die sind sowieso dafür freigeschaltet. Ja, also alle Demo-Teilnehmer, Demo-Kunden haben das sowieso freigeschaltet und sie können sich austoben und testen. Und für alle, diejenigen, die ein Live-Konto haben oder beziehungsweise noch eröffnen wollen, können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und alle, die bereits ein Kontomodell haben,
Ab Bronze heißt ab 5000 Euro. Und sind noch nicht dazu freigeschaltet, auch bitte einmal kurz melden. Auch nochmal einen weiteren Zusatz. Ich würde Ihnen empfehlen, die Dateien nochmal herunterzuladen, falls Sie das schon installiert haben. Und bitte nochmal zu installieren, denn es gab ein Update. Wenn Sie nach dem, lassen Sie sich mal kurz, vor 2 Wochen gab es, glaube ich, oder 1,5 Wochen gab es das Update. Wenn Sie davor das bereits installiert haben, dann bitte einmal neu installieren. Können Sie einfach drüber installieren, da wird nur eine Datei ergänzt. Ansonsten, wenn Sie jetzt erst die letzten Tage erst heruntergeladen haben und installiert haben, dann betrifft Sie das nicht. Und zwar ist da noch ein Tool dazugekommen, das werde ich dann im MT4 Helpdesk dann am 6.7. dann nochmal vorstellen. Und ich glaube, das wird Ihnen gefallen, dieses Tool, auch sehr, sehr nützlich. Dann habe ich hier noch eine Frage. Ich hätte eine große Bitte. Können wir eine Möglichkeit im MT4 finden, mit der man die Chartdarstellung der 24-5 Indizes, also auf die tatsächlichen Börsenzeiten einstellen, so finden? Okay, dass man praktisch den Nachthandel ausblendet. Das wird wahrscheinlich die Frage sein. Es ist zurzeit nicht möglich. Also generell, für Sie als Info, generell ist es nicht möglich, im MetaTrader bestimmte Intervalle auszublenden. Das heißt, es ist tatsächlich vom Produkt bzw. Instrument abhängig. Und in dem Fall läuft unser DAX 24 Stunden lang. Es gibt auch andere Möglichkeiten, entsprechend den Future DAX darzustellen. Ist zurzeit nicht im Angebot, aber kann er vielleicht noch kommen, ja? Ja, oh, ja, schönen Abend auch für Sie. Da ist ein Teilnehmer, der schon gehen musste. Aber wir sind jetzt auch am Ende. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Teilnahme. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, Sie dann auch alle wann war das? Am 16. Am 16. genau. Mal zu sehen und ansonsten MT4 hält das 6.7. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Dankeschön für die Teilnahme und bis dahin viel Erfolg und passen Sie auf Ihre Position auf. Tschüss!